Es gibt denkbar viele Möglichkeiten, seinen Traumurlaub vorzubereiten oder den Städtetrip am Wochenende. Man sollte zum Beispiel mal in aller Ruhe die Hotelanlage aus dem All inspizieren. Wie groß ist eigentlich der Pool und wie weit ist der Strand weg? Oder die genaue Lage des Stadthotels checken, dank Google Street View heute ja alles kein Problem mehr. Ob das Hotel was taugt, ob andere Gäste zufrieden waren, das verraten wiederum Bewertungsportale. Ja, das Internet ist wirklich eine große Hilfe, wenn man Reisen planen und organisieren möchte, denn hier gibt es Infos satt. Irgendwann will man oder muss man die Reise dann natürlich auch buchen und dann hat man die Qual der Wahl, denn es gibt wirklich mehrere Dutzend gut gemachter Online-Reiseportale, wo man Reisen von zu Hause planen und eben auch buchen kann. Und sie alle versprechen mehr oder weniger günstige Preise und die Preisunterschiede zwischen den Portalen, die sind nicht besonders groß. Lohnen kann es sich aber dann, ein spezielles Portal zu benutzen, wenn man spezielle Dinge buchen möchte, zum Beispiel einen Mietwagen. Dann sind die großen Portale nicht die erste Wahl. Dann gibt es spezielle Portale, die viel bessere Preise anbieten. Das liegt daran, dass man auf diesen speziellen Portalen eben nicht nur die Preise von den großen Mietwagenfirmen hier zum Beispiel sehen kann, sondern auch die Preise von Reiseagenturen oder von ganz kleinen Anbietern vor Ort. Und da kann man teilweise bis zu 20% vom Preis sparen, bekommt trotzdem denselben guten Mietwagen vor Ort. Die Portale heißen billiger-mietwagen.de, mietwagenmarkt.de oder e-mietwagen.de und funktionieren wie Preissuchmaschinen. Einfach Mietort und Mietzeitraum angeben und wenig später verraten die Portale, wo man den gewünschten Mietwagen am günstigsten buchen kann. Gebucht wird dann bei den Agenturen oder Mietwagenfirmen, nicht beim Suchportal selbst. Nach einem ganz ähnlichen Prinzip funktionieren auch Preissuchmaschinen für Flüge. Billigflieger.de, Kajak.com und Swoodoo.com sind die bekanntesten. Auch hier Flugdaten eingeben und abwarten, welche Preise die Suchdienste so finden. Swoodoo und Billigflieger.de sind besonders emsig. Sie finden oft die günstigsten Preise am Markt. Ja, es lohnt sich wirklich, solche Preissuchmaschinen zu verwenden und die günstigen Preise dann mit denen im Katalog oder im großen Online-Reiseportal zu vergleichen. Da kann man mitunter richtig Geld sparen. Manchmal, da möchte man aber gar kein Hotelzimmer buchen, auch kein Apartment oder Ferienhaus, sondern hätte es gerne etwas individueller, ein bisschen was mit Charme. Und auch da kann das Internet mittlerweile helfen, denn dort gibt es Portale wie dieses hier, Airbnb heißt es, und da bekommt man ausschließlich Privatunterkünfte, keine Hotelzimmer, sondern Zimmer von Privatleuten. Das können kleine Zimmer mit Schlafcouch sein, mit viel Charme, aber sehr, sehr günstig. Aber auch richtig schicke Wohnungen, die man teilweise in Metropolen, in Großstädten buchen kann. Das Angebot ist riesig. Solche Portale boomen derzeit, denn das Interesse an solchen privaten Unterkünften mit Charme, das wächst. Und Airbnb und andere Portale bringen die Interessenten und die Anbieter im Internet zusammen. Weltweit Privatunterkünfte finden, so lautet das Motto von Airbnb.com. Und es stimmt, es gibt Zimmer in fast jeder Stadt. Es lohnt sich, hier mal zu stöbern, denn viele Zimmer oder Häuser sind relativ günstig. Es gibt aber auch reichlich luxuriöse Apartments, Penthouse-Wohnungen in Citylage oder sogar komplette Häuser. Gebucht wird online. Ganz ähnlich funktioniert Vimdoo.de. Auch hier können Privatleute ihre Wohnungen, Apartments oder Häuser anpreisen und Gäste aus aller Welt können sie buchen. Wichtiger Tipp: unbedingt rechtzeitig buchen, denn es dauert manchmal eine Weile, bis man die Buchung bestätigt bekommt. Viele Unterkünfte mit Charme also, aber nicht alle last-minute-tauglich. Ja, mehr Infos zum Thema und vor allem alle Links von den vorgestellten Webseiten und vielen anderen nützlichen Webseiten zum Thema Reisen finden Sie natürlich, wie immer, auf unserer AKS-Homepage unter der bekannten Adresse unter www.aktuellestunde.de. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.